Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, Herr Golland, es ist richtig, Sie instrumentalisieren hier heute einmal mehr die Gefahrenlage in Essen, im Essener Einkaufszentrum, um zum wiederholten Male Ihre Schublade mit den ewig bestehenden Vorschlägen hier zu leeren, die erstens überhaupt gar nichts mit diesem Anlass zu tun haben. Und zweitens aus unserer Sicht sicherheitspolitische Symbolpolitik darstellen. Lieber Herr Golland, eine seriöse, wirksame Sicherheitspolitik, das ist mehr als 5 Stichworte irgendwie in der Schublade zu haben, die so alle 4 Wochen wieder in der Wiedervorlage auftauchen und die man dann in ein paar Bullet Points dann in so einen Antrag schreibt. Also seriöse Sicherheitspolitik ist schon ein bisschen mehr und das werde ich Ihnen auch noch mal anhand Ihrer Vorschläge erläutern, dass das hier wirklich nicht tauglich ist. Erstens Telefonüberwachung im Bereich der Gefahrenabwehr. Das Verfassungsrecht setzt hier sehr engen Rahmen. Das wissen Sie auch. Dazu gibt es eine, vielleicht wissen Sie es auch nicht, eine sehr enge Rechtsprechung. Und die Rechtsprechung ist so eng, dass wir bei einer präventiven TKÜ dann eigentlich im Vorfeld auch schon in der Strafprozessordnung sind und dann letztlich dieser Bereich so eng ist, dass es kaum Anwendungsfälle dafür gibt. Ich mache es kurz, anhand der Redezeit ist das hier nicht ausführlich darzustellen. Zweitens Videoüberwachung stärken. Sie reden hier von Videobeobachtung, aber zu Fahndungs- und Ermittlungszwecken. Das hat nun mit Gefahrenabwehr im Polizeirecht überhaupt nichts zu tun. Wir haben hier mit den 15a zu einem sinnvollen Einsatz für Videobeobachtung zur konkreten Gefahrenabwehr und nicht zur Strafverfolgung. Das ist eine Bundeszuständigkeit. Hier eine abschließende gute Regelung und die funktioniert auch. Schleierfahndung. Ja, ich hatte leider auch das Zitat, lieber Tommy Stotko, und ewig grüßt das Murmeltier. Aber was anderes kann einem dazu auch nicht einfallen. Zum wiederholten Male, wir haben im Ausschuss Anhörungen dazu gehabt, die ganz klar herausgestellt haben, wir haben mit unseren Strukturen Motiv, das kennen Sie auch, mobile Täter im Visier, anlassbezogene Schwerpunktkontrollen, dafür ist eine Rechtsgrundlage vorhanden, das LKA koordiniert das. Was Sie darüber hinaus über diese anlassbezogenen Schwerpunktkontrollen, was Sie darüber hinaus mit Schleierfahndung eigentlich meinen und was da der Bedarf konkret ist, haben Sie natürlich auch heute hier nicht ausgeführt und können Sie auch nicht ausführen. Denn hier haben wir das, was Ressourcen, auch was die Ressourcen zielgerichtet einsetzt und wirkungsvoll ist, haben wir eine Rechtsgrundlage vorhanden. Verfassungsschutz stärken und den Lauschangriff ins Verfassungsschutzgesetz. Auch so ein uralter Hut. Warum ist der denn 2013 aus dem Gesetz gestrichen worden? Weil es keine Anwendungsfälle gibt. Warum sollen wir was ins Gesetz schreiben, für die es schlicht keine Anwendungsfälle gibt? Warum gibt sie denn diese nicht? Auch hier haben wir eine Verfassungsrechtsprechung zum Lauschangriff, die sehr hohe Hürden für eine akustische Wohnraumüberwachung zu Recht schafft. Die sind aber so hoch, dass sie im Grunde dann, was die bevorstehende Gefahr angeht, wir eigentlich schon im Bereich der polizeilichen Gefahrenabwehr bzw. bei der Strafverfolgung sind. Und gerade im Terrorismusbereich haben wir ja hier auch dann auch schon die vorbereitende Maßnahme von terroristischen Aktivitäten ja auch schon sehr weit im Vorfeld, sodass wir dann im Bereich des Polizeirechts bzw. im Bereich der Strafverfolgung sind. Und also auch hier Blasen, Vorschläge, die völlig ins Leere laufen. Und statt hier verstaubte Anträge und Symbolpolitik zu betreiben, Herr Golland, ich sage es trotzdem noch mal, auch wenn wir am Ende der Legislaturperiode sind, ich gebe die Hoffnung nicht auf, kehren Sie zu einer seriösen, ernsthaften Sicherheitspolitik. Kehren Sie dahin nicht zurück, da waren Sie ja noch nie, aber kommen Sie vielleicht da mal hin. Das würde der Debatte hier echt gut tun. Ja? Vielen Dank, Frau Kollegin Düker. Für die FDP-Fraktion spricht Herr Kollege Lürbke.